Könnte ich für ein paar Minuten Ihre Aufmerksamkeit bitten? Nein, Sie vielleicht? Nur wenige Minuten. Ich bitte Sie. Okay. Sie haben Interesse? Wirklich? Was ich überhaupt mache? Nun, ich versuche eine Art Umfrage zu machen. Aber nicht nur das. Für den Teilnehmer springt natürlich auch etwas raus. Eine Art Gewinnspiel, könnte man sagen. Was man gewinnen kann, eine Reise durch Deutschland. Alles gratis, vorausgesetzt, man gewinnt natürlich. Ist echt toll, ich schwör's. Sonst werde ich schließlich nicht helfen bei der Umfrage. Was das für eine Umfrage ist? Es geht teilweise um etwas unübliche Situationen. Dementsprechend unüblich sind natürlich auch die Fragen und was das für Fragen sind. Nun, das werden Sie herausfinden, sobald Sie bei der Umfrage teilnehmen, denke ich. Das ist also ein Ja? Ach, ich danke Ihnen von Herzen. Okay, bevor ich mich zu sehr freue, fange ich am besten mal mit Fragen an. Also, erste Frage. Wie lautet Ihr Name? Habe ich das so richtig geschrieben? Okay, gut. Dann Ihr Geschlecht, bitte. Notiert. In Ordnung. Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Ihren Wohnsitz bitte, damit wir Sie im Falle eines Gewinns benachrichtigen können. In Ordnung. Perfekt. Ach ja, Ihr Alter wäre noch vonnöten. Okay. Das war's mit den persönlichen Informationen. Könnten Sie noch einmal drüber sehen und dann bitte hier unten unterschreiben? Dankeschön. Hier. Alles richtig? Und unterschrieben. Dann fängt jetzt Befragung statt. Falls die Fragen Ihnen zu unangenehm sein sollten, so können Sie jederzeit überspringen. Brechen Sie allerdings ab, so wandert Ihr Name natürlich nicht in den Lostopf. Leider. Los geht's. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? Ja, nächste Frage. Was essen Sie gern? Oh ja, das schmeckt wirklich lecker. Nun bitte ich Sie nicht allzu geschockt zu sein, aber schlafen Sie mit offenen Fenstern? Ich verstehe. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie kennen sie bestimmt bereits. Ein Zug rast auf eine Gruppe Schüler zu, 28 an der Zahl. Allerdings können Sie, sofern Sie sie retten wollen, die Weichen verstellen und den Zug auf ein Gleis leiten, auf dem sich ein alter, gebrechlicher Mann befindet. Was würden Sie tun? Eingreifen oder zusehen? Denn es können nicht alle gerettet werden, natürlich. Interessant. Nun erweitern wir das Gedankenspiel. Nur die Kinder, keine verstellbare Weiche. Sie stehen auf einer Brücke über dem nahen Zug. Neben ihnen ein alter, dicker Mann, der den Zug stoppen kann mit seinem Gewicht. Allerdings springt er nicht von selbst von der Brücke. Weswegen sie ihn entweder in den Suizid treiben oder ihn eben umbringen müssten. Er würde aber das Leben der vielen Kinder retten und seinem erbärmlichen Leben endlich ein Ende bereiten. Wir würden Sie nur entscheiden. Und bedenken Sie, entscheiden Sie als Mensch und nicht als Teilnehmer dieser Umfrage. Ist interessant. Warum ich Ihnen solch absurde Fragen stelle? Sehen Sie, es handelt sich um ein Experiment. Ganz einfach. Alles bleibt unter uns. Die Studie wird höchstens anonym veröffentlicht. Kein Grund zur Sorge. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Also, weiter im Text. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Schön. Bald geschafft. Warum nehmen Sie an dieser Umfrage teil? Das ist Teil der Fragen. Nun kommen Sie. Sie wissen es nicht. Nun, das tue ich leider auch nicht. Das wissen die wenigsten. Fahren wir fort. Wie fühlen Sie sich momentan? Ich verstehe. Und
Was ist die für Sie schlimmste Todesart, die Sie sich denken könnten? Diese Frage können Sie leider nicht überspringen, tut mir leid. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Notiert. Nun zur letzten Frage und dann erlöse ich sie. Warum haben Sie vorhin so leichtfertig Ihren Tod unterschrieben? Ja, Ihren Tod. Noch dazu haben Sie Todesart, persönliche Daten wie auch Ihre Denkweise angegeben. Ich wünsche einen qualvollen Tod. Ich danke Ihnen für Ihre Mithilfe. Und da Sie es bis zum Ende durchgehalten haben, wandert Ihr Name natürlich auch in den Lostopf. Auf Wiedersehen und fröhliches Sterben.